alle einsperren, ist doch viel zu teuer. Dann sagt sie auch immer so, die müssen wir alle einsperren, alle wegsperren. Wissen Sie echt, was das kostet? Ich habe mir die Zahlen damals mal original besorgt, was der Strafvollzug kostet in Nordrhein-Westfalen. Die Zahlen haben sich geändert, es gibt inzwischen mehr Gefangene und die Kosten sind höher, aber das Verhältnis ist gleich geblieben. Pro Kopf ist es eher teurer als billiger geworden. Ich nehme die Originalzahlen von damals, sind noch in D-Mark noch. Hiermit oute ich mich als einer der 80% Deutschen, die, wenn es darauf ankommt, was es wert ist, immer noch in D-Mark rechnen. Jedenfalls damals war das so, in Nordrhein-Westfalen haben wir für 15.500 Häftlinge 700 Millionen D-Mark pro Jahr ausgegeben. Das sind 45.000 Mark pro Mann pro Jahr. Das entspricht übrigens in etwa dem Gehalt eines Sozialarbeiters. Jahresbrutto, nicht, dass Sie da anfangen zu träumen. Die 45.000 Mark pro Mann pro Jahr sind aber wirklich nur die Kosten für die reine Unterbringung, Bewachung und Verköstigung im Knast. Das sind die Kosten für die Polizeieinsätze zur Ergreifung, die Gerichtsverfahren, die Gutachter, die Rechtsanwälte, die Psychologen, Bewährungshelfer noch nicht mit drin. Es geht nur ums Wegsperren und Füttern im Knast. 45.000 Mark pro Mann pro Jahr, das sind 120 Mark pro Mann pro Tag. Das sind 840 Mark pro Mann pro Woche. Für 350 Mark können Sie schon eine Woche Last Minute nach Mallorca fliegen. Kommen Sie ans Grübeln, oder? Wenn ich hier jetzt noch verrate, dass die Rückfallquote von Strafgefangenen fast so hoch liegt wie die von Club Robinson-Besucher, ist der Fall doch geklärt, die sind reif für die Insel. Keine Fluchtgefahr mehr, die Engländer haben das Konzept erfolgreich erprobt. Die Engländer haben ihre Strafgefangenen damals alle nach Australien rübergebracht. Da ist was draus geworden, das müssen Sie neidlos anerkennen. Die haben vor 2 Jahren Olympische Spiele ausgerichtet. Die haben aus Handschellen 5 Ringe gemacht. Applaus 45.000 Mark pro Mann pro Jahr. Nur fürs Wegsperren? Verglichen damit sind die Ossis doch spottbillig. Ja, wird doch gern gejammert hier im Westen. Sagen wir doch mal ehrlich, es wird immer noch sehr gerne gejammert. Was das kostet mit der Einheit, wie teuer die Brüder und Schwestern sind, der Solidarzuschlag. Jetzt rechnen wir das mal ganz kurz durch. Keine Sorge, ich rechne, Sie brauchen nur zuhören. Selbst wenn wir wirklich jedes Jahr 200 Milliarden D-Mark Transferleistungen an den Osten bezahlt haben, all die Jahre. Was daran fair sein soll, wissen nur wenige. Aber selbst bei 200 Milliarden D-Mark pro Jahr sind das immer noch nur 12.500 Mark pro Ossi pro Jahr. Für das Geld können Sie die ja nicht mal einsperren. Ossis sind nicht teuer. Machen Sie sich nichts vor. Ossis sind nicht teuer. Wissen Sie, wer teuer ist? Bauern, die kosten richtig Geld. D-Mark-Subventionen für 600.000 Bauern jedes Jahr in Deutschland. Das sind 50.000 Mark pro Bauer pro Jahr. Da wäre ein Sperren schon billiger. Freuen Sie sich nicht schon wieder zu früh. Wir kommen erst einmal zu Bergarbeitern. Jeder Arbeitsplatz im deutschen Steinkohlebergbau, und ich nehme die kleinste Zahl, die ich jemals gelesen habe, jeder Arbeitsplatz im deutschen Steinkohlebergbau ist mit mindestens 96.000 D-Mark pro Jahr subventioniert. Das heißt, für jeden Kumpel können wir 7,5 Ossis durchfüttern. Ein Bauer ist so viel wert wie 4 Ossis, auch nicht schlecht. Sie können auch für das Geld, das ein Bergarbeiter kostet, 2 Ossis einsperren oder 2 Bauern durchfüttern. Das ist Politik, meine Damen und Herren. Ist aber alles Kleckerkram verglichen mit Ärzten. Ich habe gelesen, und die Zahl habe ich mir damals extra bestätigen lassen aus dem Ministerium. Jeder neu zugelassene Kassenarzt, und man muss sich klar machen, dass in den letzten 20 Jahren mindestens 20% mehr Ärzte dazugekommen sind. Also jeder neu zugelassene Kassenarzt kostet die Kassen 1 Million D-Mark zusätzlich pro Jahr. Das ist nicht das Gehalt des Arztes. Kriegen Sie nicht schon wieder feuchte Augen? Die verschreiben ja, das ist das Hauptproblem, denn Ärzte schaffen sich ihren eigenen Bedarf.
Der Seehofer hat das mal schön gesagt. Der hat gesagt, wenn Sie in einem Bezirk mehr Ärzte zulassen, die teilen sich nicht die vorhandenen Patienten neu auf, die machen sich irgendwie neue Patienten. Sie können die Statistiken untersuchen. Je mehr Ärzte wir haben pro 1000 Einwohner, desto mehr Menschen sind chronisch krank und ständig in Behandlung. Die Deutschen haben sich dermaßen an Angebot und Nachfrage gewöhnt. Das sind kommunizierende Röhren, da machen Sie nichts dran. Also 1 Million D-Mark zusätzlich für jeden neuen Kassenarzt. Das heißt, für jeden neuen Kassenarzt hätten wir 80 Ossis durchfüttern können. Wir hätten natürlich auch, wenn wir damals schnell gewesen wären. Wir hätten auch statt der 16 Millionen Ossis 200.000 neue Kassenärzte zulassen können. Aber dann wären wir jetzt wahrscheinlich alle krank. Sie können auch für das Geld, das 10 Kassenärzte kosten, 222 Kassenärzte einsperren. Nur so nebenbei. Das ist eine interessante Vorstellung, oder? Wie viele Bauern? Bringen Sie mich jetzt nicht durcheinander. Wie viele Bauern wir durchfüttern könnten, wenn wir alle Bergarbeiter einsperren und die Kassenärzte zu Ossis ausbilden? Aber wissen Sie was, das können Sie nach Pause jetzt selber ausrechnen. Bis dahin.